Servus Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neuigkeiten. Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Was es hier mit diesem ganzen Holz hier auf sich hat und der Titel vom Video werde ich dir am Schluss vom Video erklären, denn ich denke, das wird einige interessieren, speziell die, die auch so ein paar Euro mit dem ganzen Zeugs hier verdienen möchte. Aber als erstes jetzt ein paar andere Themen. Heute habe ich auf jeden Fall eine Stiftepresse gebaut. Damit könnt ihr die selbstgedrechselten Stifte später zusammenbauen. Diese Bausätze werden ja zusammen gepresst und dafür ist halt eben diese Vorrichtung hier und es ist ein richtig cooles Teil und ich werde dann auch in diesem Video erklären, warum ich mich für eine eigene Vorrichtung entschieden habe. Das werde ich hier in den Neuigkeiten nicht machen, aber ich werde dir also mal ein paar Stifte zeigen, die ich mit dieser Presse auch zusammengebaut habe. Das sind alles Bausätze, die wird es bald auf meiner Webseite geben und das ist derselbe Bautyp, nur eine andere Variante. Das bedeutet, das hier ist Schwarzmetall und das hier ist halt eben Silbernickel. Und dann gibt es jetzt hier auch noch verschiedene Pen-Blank-Sorten. Und dieser hier ist, denke ich, am interessantesten, denn das hier ist quasi Farbe mit ganz, ganz vielen verschiedenen Schichten und sieht mega cool aus. Wobei mir hier diese Holztypen immer noch am besten gefallen, weil man die auch einfach sehr einfach herstellen kann und auch sehr edel aussehen. Das habe ich heute noch gemacht. Ich bin mega happy mit diesen Stiften und was gibt's denn noch? Jetzt beginnt es ja langsam, dass es wieder regniger wird und es einfach immer früher dunkel wird. Und da habe ich mir überlegt, hole ich mir einen LED-Scheinwerfer und da gibt es hier einen kleinen Einspieler. Viel Spaß. Ich habe mir mal Lampen geholt für die Werkstatt, denn es wird ja langsam früher dunkel. Und jedes Mal, wenn ich da rausgehe, da muss ich abends mittlerweile immer meine Taschenlampe rausholen, weil es hier so dunkel ist. Und da habe ich mir überlegt, hole ich mir mal ein paar Lampen, damit wenn ich dann abends fertig bin, ich sehe, wo ich lang laufe und speziell nicht immer durch die Wiese laufe, denn dann hole ich immer den ganzen Dreck mit ins Haus und somit hole ich den Ärger von der Mutter mit ins Haus. Ja, das ist schon ganz wichtig. Dazu habe ich mir hier Lampen geholt. Ich habe mir jetzt schlussendlich doch die günstigeren geholt. Und so sind das hier die weißen. Da gibt es noch andere, die sind schwarz, die wollte ich mir eigentlich holen, aber hier diese sind für meinen Zweck in dem Fall jetzt mehr als ausreichend. Die haben auch einen Bewegungsmelder und darum ging es mir halt auch, ich will da nicht jedes Mal eine Lampe aktivieren, dass man da dann Licht hat. Diese beiden Lampen werde ich jetzt mal installieren. Ich habe gerade in der Anleitung mal nachgelesen, beziehungsweise in der Beschreibung, dass dieses Teil anscheinend 6 bis 12 Meter erfassen kann, wenn da irgendwas passiert. Und das bedeutet, ich könnte rein theoretisch ganz oben eine Lampe dran machen, damit der ganze Garten hell gemacht wird. Das hört sich eigentlich ganz gut an. Zum Glück habe ich euch das gerade nicht gezeigt. Auf jeden Fall habe ich jetzt erstmal hier den Bügel abgemacht, in den werden wir jetzt festschrauben. Und eigentlich wollte ich diese Lampe, ich zeige es euch mal, dort oben festhängen. Da bin ich halt hier über diese Leiter hochgekrabbelt, die mit 3 8 Jahren alten Kabelbindern oben festgemacht worden ist. Aber ich werde die Leuchter jetzt doch dorthin machen. Das sieht dann ein bisschen gescheiter aus und ich muss vor der Kamera nicht so böse Dinge tun, über die sich dann viel zu viele Leute aufregen müssen. Ich habe das Ganze jetzt installiert. Ich habe nicht viel gezeigt, weil das ist ja nicht viel zu zeigen. 3 Kabel festklemmen und halt die Lampe festklemmen. Und das ist jetzt fest. Ihr könnt natürlich nicht sehen, wie hell das Ganze ist. Deswegen würde ich vorschlagen, machen wir es mal dunkel. Das ist ja geil. Das ist ja mal ziemlich geil. Warten wir mal kurz, bis der Strahler ausgegangen ist, denn ich habe die Zeit gerade noch eingestellt. Und jetzt gehen wir mal raus. Ja, das ist echt saugut. So, und jetzt kann ich mal, ohne durch den Dreck zu gehen, wieder ins Haus gehen. Dann habe ich in den vergangenen 2 Wochen noch ein Projekt hochgeladen. Und zwar ging es da wieder um die fest verbaute Absauganlage. Und da habe ich nämlich eine Absaugung an meine Drechselbank gebracht. Ich mache im Moment sehr, sehr viel Massenproduktion. Und da ist es halt sauhilfreich, wenn man die ganzen Stäube direkt an der Maschine absaugen kann. Und da habe ich halt eben die Rohrleitung hier weiter verlegt und an die Drechselbank angeschlossen. Und da gab es ein paar Anmerkungen, Fragen und vor allem gute Kommentare grundsätzlich. Ich habe jetzt ein paar Nachrichten von euch bekommen und da wollte ich kurz drauf eingehen, denn viele
Kommentare haben so ein bisschen auf demselben Fakt, sich auf denselben Fakt bezogen, wo ich gleich darauf eingehen werde, warum ich es genau so gelöst habe. Die erste Nachricht ist von Makroki. Makroki? Makroki? Hallo Philipp, ich habe hinter meiner Drechselbank einen Gelenkschlauch mit Trichter montiert. Den kann man je nach Position verstellen und bleibt auch da, wo er soll. Ist prima beim Schleifen, aber warum hast du für die Feinteile am Boden nicht deinen Bodensauger installiert? Das würde sich bei der Menge, die du da machst, echt auszahlen. Ganz liebe Grüße, Ronald. Liebe Grüße zurück. Für die Leute, die nicht wissen, was ein Bodensauger ist, das hier ist ein Bodensauger. Den kann man aufmachen und dann kann man die ganzen Späne und einfach da unten reinkehren und das wird dann abgesaugt. Wenn ich drechsel, speziell hier an dieser Drechselbank und wenn ich dann die ganzen Schalen drechsel, entstehen sehr, sehr dicke und extrem lange Hobelspäne, also Drechselspäne. Das liegt daran, dass ich es mittlerweile so gut hinbekomme, immer einen durchgängigen Span zu erzeugen und dadurch sind die Späne halt eben saugroß, sehr voluminös und das könnte man jetzt auch als Werbung für, wie heißt hier noch, ja, Menschen da. Egal. Dadurch, dass der Schnitt so gut funktioniert, sind die Späne saugroß und da verstopfen halt einfach sauschnell die Schläuche. Und aus dem Grund habe ich mich gegen den Bodenabsauger entschieden, weil der wäre in meinem Fall sowieso die ganze Zeit verstopft gewesen. Stark64 hat da noch gefragt, mit welchem Kleber ich meine Absperrschieber zusammenklebe, damit die Rohre halten. Ich zeig's dir mal kurz. Du meinst wahrscheinlich diese Absperrschieber. Die klebe ich mit einem richtig guten Kleber zusammen, damit sie auch halten. Okay, du siehst, auch bei mir geht zum Teil mal kaputt. Und hier ist aber das Material auseinandergegangen. Aber ich gehe erstmal auf deine Frage ein. Das ist normaler Silikon tatsächlich. Und ich habe, was man nicht so wirklich erkennt, hier, als ich das Ganze verbaut habe, kleine Löcher auf vier Punkten gebohrt und habe dann noch Nägel reingeschlagen und die Nägel verhindern halt eben, dass das Rohr sich irgendwie bewegen kann. Dazu habe ich hier diese Öffnung sehr, sehr stramm gestaltet. Das bedeutet, ich habe sie so lange geschliffen, bis das Rohr gerade so reinging und so viel hält der Silikon, glaube ich, gar nicht. Der dichtet eher ab. Sehr viel hält in diesem Fall, halten in diesem Fall die Nägel. Also der Silikon ist es, glaube ich, in dem Fall nicht mal, der das alles so gut zusammenhält. Nur mal so als Info. Der Bastelfritze hat noch was geschrieben und das trifft es genau. Und ich lese es euch einfach kurz vor. Hallo Philipp, eine super Idee, aber unter der Drechselbank hätte ich es trichterförmig gestaltet. So kannst du davon dann von unten wirklich alles einfach absaugen. Gruß Marc. Gruß Philipp als mal. Da gebe ich dir auch vollkommen recht, wenn ihr zum Beispiel viel mit Schabern arbeitet oder mit Wendeschneidplattenwerkzeug, sowas hier, dann werden die Späne sehr wahrscheinlich nicht so arg lang wie mit einer Röhre. Gut, mit der hier sowieso nicht, weil die mir runtergefallen ist und jetzt stumpf ist. Aber wenn ihr dieses ganze Teil hier trichterförmig gestaltet hättet, dann würden die ganzen Späne da immer reinfallen und die würden abgesaugt werden. Aber dadurch, dass meine Späne halt in etwa immer so aussehen und ihr seht, das sind richtig große Teile, dadurch kann ich die halt eben nicht einfach so in das Rohr reinkehren, da ist das sofort verstopft. Das habe ich auch bei mir gemerkt. Gerade dieses kleine Stückchen Schlauch, das war schon so oft verstopft. Geht bei mir leider nicht, weil die Späne halt eben so extrem groß sind. Dann habe ich noch eine Frage vom Marcel Drescher bekommen. Und die hat nichts Genaues mit diesem Projekt hier zu tun, aber die war unter diesem Video. Und er hat gefragt, ob man, also er will einen Salzpfefferstreuer aus Eichenholz machen und ob das mit der Gerbsäure in diesem Eichenholz irgendwie problematisch sein könnte mit dem Salz oder mit dem Pfeffer. Ich persönlich würde sagen, ist vielleicht nicht das beste Holz, speziell für einen Salzstreuer, gerade eben wegen diesen Gerbstoffen, die in diesem Holz drin sind. Aber was sagst denn du? Vielleicht weißt du ja ganz genau, dass das mit Eiche funktioniert oder eben nicht. Vielleicht kannst du das ja in die Kommentare schreiben. Das wäre saucool, vielleicht können wir dann alle dem Marcel helfen, das richtige Holz für seinen Salz- oder Pfefferstreuer auszusuchen. Dann war ich noch vor 2 Wochen in Mannheim beim lieben Hassan auf der Maker Hub. Für die Leute, die das nicht kennen, ich war davon einer, denn ich wusste, bevor ich da war, eigentlich gar nicht genau, was das ist oder was genau es ist. Und das ist halt einfach eine Veranstaltung für Leute, die gerne was machen. Also dafür steht ja das Wort Maker. Und da sind halt einfach Leute, die haben alle Bock drauf, irgendwie was Cooles zu bauen. Sei es Metall, sei es Holz, sei es Schweißen, sei es ganz egal. Die haben einfach Bock, was Cooles zu machen. Und da hatte Hassan einfach seine Werkstatt geboten, dass man sich dort trifft und zusammen was Cooles baut. Hier geht als erstes mal ein riesengroßes Dankeschön raus an Hassan, dass ich auch kommen durfte. Mega geiles Event. Ich muss dazu sagen, dass man auch ein bisschen Mumm dazu haben muss, seine Werkstatt vielen Fremden auch offen stehen zu lassen. Also,
Das wird wahrscheinlich nicht jeder machen. Und an der Stelle nochmal ein riesen Dankeschön. Das war wirklich genial. Ich habe nichts mit der Kamera gefilmt, tatsächlich. Ich habe meine Kamera nicht mitgeholt und ich habe mir wirklich überlegt, soll ich sie mitholen? Soll ich da wieder irgendwie aus irgendeiner Perspektive was filmen, was am Schluss vielleicht nicht so geil wird und mir dann die ganze Zeit nur hier im Kleinhirn rumbrummen tut, dass ich nur irgendwas filmen muss, um ein Video zu machen? Und aus dem Grund habe ich mich dazu entschieden, halt gar nichts zu filmen. Denn ich habe mir schon gedacht, es sind so viele Leute da unterwegs, die gerade einen YouTube-Kanal haben oder gerade auf Social Media unterwegs sind, dass dort auf jeden Fall Videomaterial sein wird, wo ich dann auch drauf sein werde. Und aus dem Grund habe ich mich dafür entschieden, nur Dinge auf Instagram hochzuladen, speziell in den Stories. Jetzt kommt es aber gleich. Und dass ich das einfach vor Ort so ein bisschen begleite und mich dann halt in der Zeit lieber auf die Leute konzentriere und mich mal echt mit denen unterhalten kann. Denn so oft gibt es die Möglichkeit nicht, dass gerade so viel Holzsüchtige, so wie ich dann an einem Platz sind, mit denen man sich so cool unterhalten kann. Und ich habe richtig coole Leute kennengelernt. Und kommenden Freitag werde ich schon zu einem von denen fahren und ein gemeinsames Video drehen. Das wird richtig cool. Wer genau das ist, werde ich noch nicht sagen. Aber ich will euch was fragen. Und zwar werde ich dort auch eine Folge Werkstattbesuch mal wieder drehen. Die, die mir ein bisschen länger folgen, kennen das Format bestimmt. Dort besuche ich Leute und ich zeige euch deren Werkstatt. Das hat mir irgendwann gar nicht mehr gefallen, denn ich fand es ein bisschen... Ich fand es nicht wertig genug für das, dass mich jemand zu sich heimlässt und ich dann einfach mit der Kamera durch die Werkstatt laufe und das alles filme. Deswegen war mir das nicht wertig genug. Ich bin trotzdem immer noch super dankbar dafür, dass ich so viele coole Leute schon in der Werkstatt treffen durfte. Aber ich wollte das Ganze ein bisschen besser machen und wollte noch mehr Informationen von diesem Typ, der da diese Werkstatt besitzt, herauskitzeln. Und deswegen habe ich es jetzt erstmal ruhen lassen und werde es jetzt nochmal neu starten. Und ich versuche es ein bisschen wertiger zu machen. Also, was brauche ich von dir? Ich brauche Fragen von dir, die du am besten hier unter dieses Video schreibst. Über Dinge, die du einfach gerne mal wissen würdest von diesem Werkstattbesitzer. Oft sind Leute dabei, die zum Beispiel Zimmerer gelernt haben oder Schreiner. Und ich habe schon eine ganze Liste an Fragen, die ich aufgestellt habe. Aber was willst denn du wissen? Was ist denn deine Lieblingsmaschine, dein Lieblingswerkstoff? Oder welche Fragen hast du an diesen Werkstattbesitzer? Was ist die Hassaufgabe im Schreiner sein oder deinem Beruf generell im Schreinerberuf? Solche Fragen kannst du gerne mal in die Kommentare schreiben. Und die würde ich dann bald jemandem stellen. Dann habe ich in der letzten Woche noch ein Video hochgeladen. Da habe ich euch gezeigt, wie man sich Flaschenöffner drechseln kann. Und zwar so, dass es Spaß macht und ihr die gut und schnell vor allen Dingen gedrechselt bekommt. Und da, wie gesagt, der Spaßfaktor ist bei mir da ganz, ganz wichtig. Sonst würde ich nicht nur mal 40 Schalen drechseln. Und da wurde ich vom lieben Reinhold gefragt, ob man die auch kaufen kann, also die fertigen Flaschenöffner. Ich wollte es am Anfang nicht machen, aber ich denke, ich werde mal vielleicht so ein paar Flaschenöffner anbieten. Ich weiß nicht genau, ob ich da dann regelmäßig neue machen werde, aber ich denke mal, dass es die dann in Kürze auch mal auf meinem Shop geben wird. Das ist mal so ein Testing, ob das läuft und ob das überhaupt gut ankommt. Aber ich werde es mal probieren, weil es halt, wie gesagt, jetzt Nachfrage gibt und bald wird es die Teile jetzt auch auf meinem Shop geben. Dann würde ich noch vom lieben... Ich kann deinen Namen nicht lesen, weil du genau im Riss von meiner Spider-App bist. Boah, Alter, was habt ihr alle für Namen? Web Masté. Dann wurde ich von lieben Web Masté gefragt, was für eine Absaugung ich habe. Und die zeige ich dir ganz gerne mal schnell. Ich habe die Sheppach HA3200. Eine richtig geile Maschine. Super stark, 2,2 kW. Es gibt ja auch in einer schwächeren Ausführung. Aber es ist eine richtig gute Maschine. Ich weiß nicht genau, von wann sie jetzt ist, aber die müsste so aus den 80ern, Ende 80er Jahre sein. Und die hat halt eben hier noch einen Schalter verbaut, der nicht wieder auf Null springt, wenn der Strom aus ist. Das bedeutet, ich habe hier das ganze Teil immer auf Dauerstrom stehen. Also ich habe ihn einfach eingeschaltet hier. Und in der Werkstatt habe ich noch einen Schalter und da kann ich das Teil dann immer ein- und ausschalten. Gibt es bei den neueren Maschinen nicht mehr, weil es da eben irgendwann eine Verordnung gab, dass wenn der Strom ausgefallen ist, die Maschine ausgehen muss. Denn wenn dann irgendwie jemand nochmal den Strom einschalten würde und ihr gerade irgendwie in der Maschine rumpurbelt, dann könntet ihr ja angehen und euch den Arm abreißen oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist es eine richtig gute Maschine. Ich liebe die. Ich habe sie auch damals geschenkt bekommen vom Hausmeister.
in der Schule, in der Gesamtschule, wo ich noch war. Und wenn ihr die für 300 Euro auf eBay Kleinanzeigen findet, kann ich die euch echt nur empfehlen. Denn für den Preis würde ich sie, denke ich, auch wieder kaufen. Dann wurde ich vom lieben, wie heißt sie, vom Johannes, wurde ich gefragt, wie groß die Teile hier sind. Denn mir ist auch aufgefallen, das habe ich nicht im Video gesagt, wie groß die Rohlinge sind, aus denen ich die Öffner herstelle. Also sie sind ca. 110, 120 lang, also 11 bis 12 cm. Und so die Kantenlänge ist halt eben 45 mm, 4,5 cm. Wobei ich da schon relativ viel runterdrehe. Ich mache da aber ein gewisses Übermaß drauf, weil ich die freie Hand an der Bohrmaschine drehe. Und dann sind die teilweise schon ziemlich arg schräg auf der Drechselbank. Und dadurch, dass die schon so groß sind, bekomme ich sie immer wieder noch rund. Und so kann ich mir ein bisschen Zeit sparen. Verschwende auf gut Deutsch quasi aber ein bisschen Material. Was mich aber nicht stört, weil ich von diesen Holz hier noch unendlich viel gefühlt habe. Viele von euch wollen es bestimmt schon die ganze Zeit wissen, warum habe ich hier so viel Holz liegen. Diese drei Bohlen hier habe ich damals habe ich im Internet gefunden, hat eine Bohle 20 Euro gekostet. Und dieses ganze Holz habe ich mit der Motorsäge selbst aufgetrennt. Da haben wir hier zum Beispiel Apfel, hier haben wir noch Eiche, was haben wir noch? Hier haben wir noch ein Stück Linde und hier ist generell noch viel Apfel und Linde dabei. Im vergangenen Video habe ich euch ja schon gezeigt, wie ihr das perfekte Material aussuchen könnt, um viele Holzschalen herzustellen. Und darum geht es auch gleich im Titel, also warum der Titel entstanden ist. Und da habe ich zum einen halt, wie ich es genau in dem Video erzählt habe, hier nochmal Bohlen und halt eben hier nochmal diese Stücke, die ich selbst mit der Motorsäge aufgetrennt habe. Ich werde aus diesen ganzen Teilen Rohlinge schneiden, werde daraus Schalen drechseln, speziell die großen Teile, und werde aber auch ein paar Rohlinge aufheben, um auf dem Weihnachtsmarkt dann dort noch welche zu drechseln, damit die Leute auch sehen, wie das geht. Weil ich auf dem Weihnachtsmarkt aber auch eine kleinere Drechselbank nur benutzen werde, sind die Rohlinge dann für dort auch nicht so groß. Die schneide ich jetzt alle vor, da werden wahrscheinlich noch viele übrig bleiben. Die werde ich dann einfach noch ein bisschen einlagern, damit die noch schön trocknen können. Dann habe ich noch einen Kommentar vom lieben David Blankenburg bekommen. Mega Video, hat mir sehr gut gefallen, verkaufst du auch ab und zu auf Flohmärkten? Gibt es da einen Richtwert oder beziehungsweise sowas, eine grobe Tabelle, was man für solche Schalen verlangen kann? Nicht, dass ich sowas unter Wert verkaufe. Also ich bin bei Flohmärkten ein bisschen voreingenommen. Und ich beziehe diese Flohmärkte auch auf eBay Kleinanzeigen. Was verkauft man auf eBay Kleinanzeigen? In der Regel irgendwas, was man nicht mehr will, was man nicht mehr braucht, was am besten so schnell wie möglich weg ist. Ist auf Flohmärkten ja ähnlich, da habt ihr irgendwie alte Teller, altes Geschirr. Das ist oft so Zeug, was viele Leute nicht brauchen und man möglichst wenig Geld ausgeben will. Und wenn du da mit deinen richtig edlen Holzschalen da hinkommst und verlangst dann pro Schale einen ordentlichen Preis, werde ich gleich noch kurz drauf eingehen, denke ich, dass das dir schnell auf die Nerven gehen wird, weil viele Leute halt eben kommen würden und würden sagen, ich gebe dir für eine Schale 4 Euro. Ich bin eh so ein Typ, ich finde es eh kacke, wenn man sagt, ich gebe dir 3 Euro oder ich gebe dir 4 Euro. Ich war mal auf dem Flohmarkt und habe gesagt, keine Ahnung, tatsächlich auch ich 5 Euro für einen Topf oder so. Und ich hatte dann angefangen, nein, 6. Ich so, nee, ich habe hier Bock auf dieses Indianergeld jetzt hier rauszusuchen. Ich habe hier 5 Euro, die kann ich dir geben, aber nichts anderes. Und da hast du halt auch eingewilligt. Auf jeden Fall würde ich nicht auf Flohmärkten verkaufen, hätte ich keine Lust drauf, weil ich sehe ja immer, was für Leute auf dem Flohmarkt unterwegs sind. Und deswegen würde ich da nicht drauf verkaufen. Aber eventuell tust du es ja mal, dann kannst du deine Erfahrung mit uns teilen. Ob es gut war oder ob es nicht gut war. Ich werde jetzt erstmal die Holzschalen zeigen, die ich bis jetzt gedrechselt habe, und werde auch noch gleich was ergänzen, was ich mit den anderen Holzschalen, die ich noch machen muss, vorhab. Hier seht ihr jetzt ein paar Holzschalen, das ist so vom letzten Durchgang sind die eigentlich alle, und da haben wir eigentlich alles dabei. Spezielle Hölzer, die dann halt auch deswegen ein wenig teurer sind, weil ich sie jahrelang liegen lassen habe, damit sie diese Blaufäule haben. Dann noch einfach grundsätzlich interessante Hölzer, die es nicht so oft gibt. Dann haben wir auch hier die Hölzer wie zum Beispiel Buche, von denen ich viel habe. Die sind nicht ganz so teuer und genau. Es sind aber auch viele dabei, die ein bisschen spezieller sind, weil die halt eben so lange gelegen haben und erst dadurch diese spezielle Holzfarbe rauskam. Diese Holzschalen hier kosten so zwischen 30 und 45 Euro. Das bedeutet, so eine kostet 35.
eben weil das Holz so speziell ist. So eine kostet, wie ich schon gesagt habe, 20 Euro. Und hier dieser ganze Stapel kostet 30 Euro, weil die alle relativ gleich sind. Dicke sind sie gleich. Und das sind solche Punkte, wo ich drauf achte. Jetzt noch als kurze ergänzende Info, warum ich so viele Holzschalen mache. Erster Punkt, es passt derzeit zeitlich richtig gut. Ich verkaufe die bald auf dem Weihnachtsmarkt, das ist schon mal schön. Aber was noch viel wichtiger ist, und darum geht es mir halt vor allen Dingen, ich will meine Drechselfähigkeit noch so ein bisschen verfeinern, dass ich die nochmal auf das nächste Level bringe. Und ich finde, wenn man dann hintereinander, ich schätze mal, das sind 70 Schalen, wenn man hintereinander 70 Schalen macht, dann kann man es. Dann merkt man wirklich, dass man nach allen 6-7 Holzschalen nochmal so eine Kleinigkeit merkt, wo man vielleicht ein bisschen nachstellen kann oder wo man ausprobieren kann, was gut ist und was halt eben nicht gut ist. Aus dem Grund mache ich es, denn ich will halt eben einfach einen Kurs geben, wie das geht. Und ich finde, man sollte das erst machen, wenn man mal in ein paar Tagen 100 Schalen gemacht hat. Natürlich nicht nur dann, aber das hier ist nochmal so eine Intensivübung. Wie vor einer Klassenarbeit, würde ich mal sagen. Christian hat halt geschrieben, dass ich mit den Preisen sowas wie ein Billig-Discounter bin, weil die Schalen halt eben so günstig sind. Und er hat mir auch eine Rechnung gegeben, die habe ich vorher auch nicht gekannt. Durchmesser mal Höhe mal mindestens 1,5. Und da wäre man bei so einer Holzschale, die ich euch eben gezeigt habe, die ich für 30 Euro anbiete, wäre man bei 225 Euro. Fand ich schon ziemlich krass. Denn auch die richtig großen und wo ich selbst sage, die richtig geilen Holzschalen kosten maximal 80. Das sind aber dann noch wirklich schon richtig, richtige Brummer. Da hat er darauf hingewiesen, dass man halt im deutschen Drechsler-Forum nachschauen sollte. Da werde ich gleich auch noch was dazu sagen, warum ich niemals im deutschen Drechsler-Forum nachschauen werde. Das ist jetzt die Schale, um die es gerade ging. Ich würde sie für 30 Euro verkaufen. In meinen Augen ist das ein Preis, der okay ist. Und es soll schließlich auch kein Ladenhüter sein nach diesem Motto. Und deswegen verkaufe ich die Schalen für den Preis. Dann haben wir hier noch diese platte Schale. Die ist schon ein bisschen spezieller. Als erstes ist das Holz relativ speziell. Das ist schon ein Stamm, der war einen Meter dick. Das ist ein Ahornstamm. Ich würde mal behaupten, bei uns gibt es nicht so viele Ahornstämme wie Buchenstämme. Dann habt ihr hier noch eine Astgabelung drin. Dann habe ich hier auch noch das Ganze mit Harz ausgefüllt. Dann haben wir hier noch krasse Verfärbungen. Das habe ich in einem anderen Holz auch noch nicht so gesehen. Und natürlich erstmal die Größe und dann noch der Durchmesser, also die Stärke von der Wandung. Das sind für mich alles solche Punkte. Nach solchen Kriterien gestalte ich dann den Preis. Also ich verkaufe die auch nicht, deswegen kann ich nicht so wirklich den Preis nennen. Aber ich denke mal, die würde so bei 80 Euro liegen. Hier, wie gesagt, bei 30 Euro, die ist echt schnell gemacht. Wenn man einmal den Dreh raus hat, dann ist es kein Hexenwerk und man kann in der Stunde schnell mal 4 bis 5 Schalen fertig bekommen, würde ich mal behaupten. Und deswegen komme ich auch auf diesen Preis. Es gibt da so zwei Anhaltspunkte, wo ich mich immer dran langhangel, und zwar ist das einmal der Stundenlohn. Bei einem Schreiner liegt der ja bei ungefähr 60 Euro und dann könnt ihr euch überlegen, was packst du in einer Stunde, um auf dieses Geld zu kommen. Da wäre ich hier in diesem Fall ja ordentlich drüber. Was Gutes. Und dann gibt es noch einen anderen Ansatz, den habe ich bei den Amerikanern rausgefunden und die gehen ein bisschen anders vor. Die sagen sich, okay, wenn ich an einem Tag arbeite, regulär, ist das 800 Euro wert. Was kann ich an diesem einen Tag machen, dass ich 800 Euro am Schluss damit rausbekomme? Wenn du an einem Tag 30 Schalen machen tust, schaust dann, was eine kostet und kommst dann auf deine 800 Euro, weißt du zumindest mal, was dann eine Schale kostet und was du in diesem einen Tag dann hergestellt bekommst. Nach dieser Methode gehe ich aber nicht so wirklich vor. Ich überlege mir einfach, was wäre ich bereit dafür zu bezahlen. Und natürlich gehe ich dann nicht ins extrem hohe oder ins extrem niedrige. Ich gehe da relativ neutral ran und denke mir, okay, es ist Handarbeit. Es ist eine schöne kleine Schale. Es ist für mich nicht die krasse Arbeit gewesen. Und deswegen finde ich 30 Euro okay. Ich habe doch nur was dran verdient. Nicht schlecht. Hatte Spaß dabei und bin deswegen mehr als glücklich dafür. Also jetzt habt ihr mal ungefähr die Preiskalkulation, wie ich auf die Preise komme von dieser Holzschale. Aber ich würde von dir, Christian, lieber nochmal hören, wie du auf den Preis kommst. Ich werde niemals, habe ich ja schon gesagt, niemals ins deutsche Drechslerforum gehen, weil ich da ein bisschen versaut bin, was die Leute da angeht. Nicht pauschalisiert. Ich weiß, es ist das Internet. Manche werden es nicht verstehen. Manche denken, ich bin voll der Idiot. Aber ich nenne es euch mal anhand von einem Beispiel. Ich habe mit Drechslern im Internet
Speziell als ich früher vor ein paar Jahren quasi der Einzige war, der Videos hochgestellt hat, da habe ich schon relativ viele Peaks bekommen von anderen Drechslern, die keine Videos hochgeladen haben, die einen Blogartikel verfasst haben. Und viele von diesen Artikeln kamen tatsächlich genau aus solchen Drechslerforen. Auf jeden Fall hat mich das so genervt und es hat mich so oft auch schon ein bisschen hart verletzt, weil ich auch echt jung war. Und wenn man einem 15-Jährigen dann über, also mittels Blogartikel dann reinhaut, wie kacke man quasi ist, das bleibt dann schon ziemlich kleben. Und genau aus diesem Grund werde ich niemals auf diese Webseite gehen, mir dort irgendwelche Informationen rausholen. Einfach weil mich das schon ein bisschen, teilweise auch ein bisschen fertig gemacht hat, je nachdem, was für liebe Kommentare ich nur von diesem Blogartikel, die extra wegen mir dort erstellt worden sind, gemacht worden sind. Außerdem finde ich die Webseite so dermaßen unübersichtlich. Ich war einmal auf dieser Webseite und habe nach dieser Preisgestaltung gesucht, habe es nicht gefunden und mir war dazu meine Zeit viel zu schade, um auf so einer Seite, wo ich so viele schlechte Inputs bekommen habe, nachzusehen. Für die Leute, die jetzt immer noch schon jetzt geschrieben haben, stell dich nicht so dran und. Vergleich es einfach mit einem Bäcker, bei dem jeder sagt, geh dorthin, alles cool, coole Bedienung und, alles gut. Und du gehst selber 5-mal rein, beim 1. Mal wurdest du 3-mal übersprungen, beim 2. Mal wurdest du unhöflich bedient, beim 3. Mal hat irgendwie was gefehlt in deiner Bestellung und genauso ist es auch bei dieser Webseite. Ich sag das hier speziell, weil mich das echt teilweise ein bisschen getroffen hat, was da geschrieben worden ist, speziell von Leuten, die 40, 50 Jahre alt waren. Über 15-jährige Kinder. Und deswegen werde ich nicht auf diese Webseite gehen. Aber trotzdem, ich habe schon viele nette Drechsler kennengelernt. Und ja. Aber Christian, vielen lieben Dank wirklich für deine Nachricht. Ich würde es nur wirklich gern verstehen, wie du auf so einen Preis kommst und was halt speziell so eine Schale kostet. Denn ich will ja auch was dazu lernen. Und ich denke, mit diesem Abschlusswort soll es dann auch für heute gewesen sein. Wie gesagt, es ist das Internet. Ich sehe das immer wieder auf anderen Kanälen. Das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich bin mal gespannt, was jetzt alles für Kommentare kommen. Und ich wünsche euch noch einen ganz tollen Tag. Wenn ihr wissen möchtet, wie das Ganze jetzt abläuft, davon wird es kein Video geben, weil es davon schon mehrere Videos gibt. Aber ich werde das auf Instagram mitverfolgen. Und wenn du das nicht verpassen möchtest, musst du mir eben auf Instagram folgen. Die Links findest du auch in der Videobeschreibung. Und ich freue mich schon, wenn das hier alles als Schalenform in meiner Werkstatt steht. Vielleicht ist ja auch eine Holzschale für 200 Euro dabei. Dann hätte ich beinahe noch einen Kommentar vergessen, und zwar vom lieben Harald Stein, als ich meine Absauganlage fest verbaut habe. Wenn ich abends fertig bin, falle ich einfach um und ruhe sanft in meine Spänen. Ich auch.